Ja, hallo zusammen, mein Name ist Wilfried Dülfer. Ich bin stellvertretender Schulleiter an der Oskar-von-Miller-Schule Kassel. Die Oskar-von-Miller-Schule in Kassel ist eine berufliche Schule mit technischen Schwerpunkten. Und wir haben in 2005 angefangen, die Lernprozesse an unseren Schulen hin zu mehr Individualisierung zu verändern. In der Oskar-von-Miller-Schule haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre eigenen Geräte mit in den Unterricht zu bringen. Das ganze Haus ist über WLAN vernetzt. Außerdem haben wir diverse Festnetzrechner. Wir selber haben 600 bis 700 Rechner im Haus zur Verfügung, die wir den Schülern ausleihen, die ohne Gerät in die Schule kommen. Und wir setzen ganz gezielt darauf, dass wir in ganz vielen Bereichen durchgehend diese neue Technik einbinden, zum einen um die Motivation zu erhöhen und zum anderen auch die Effizienz beim Lernen zu steigern. Ich möchte gerne einen Bereich vorstellen, wo ich zeige, wie eine lernende Organisation sich verändert, wo wir darauf eingehen, dass Schülerinnen und Schüler durch ein stärkeres Maß an Individualisierung und durch ein höheres Maß der Einbindung neuer Medien zu einer größeren Motivation und zu mehr Eigenständigkeit geführt werden. Die Schülerinnen und Schüler in der Oskar-von-Miller-Schule arbeiten in der Teilzeitberufsschule im informationstechnischen Bereich, auch in anderen Bereichen, in sogenannten Themenwochen. Diese Themenwochen starten mit einem Input von einer Dauer von ca. 60 bis 90 Minuten. In diesen 60 bis 90 Minuten bekommen Sie einen Überblick über das, was in dieser Woche an Lernaufgaben gestellt werden kann. Alle Lehrerinnen und Lehrer, die dann in dieser Woche in der Klasse arbeiten, haben dann die Aufgabe, den Schüler durch Coaching oder aber durch Hilfestellung natürlich zu betreuen. Wenn sie selber nicht dazu in der Lage sind, ist es ihre Aufgabe, andere Kollegen zu organisieren, die Fragen beantworten können, oder aber Mitschüler zu animieren, dass sie einem hilfesuchenden Schüler helfen. In der Verwendung, wo die Schüler ihre Aufgaben finden, verwenden wir auf der Aufgabenseite die Plattform Moodle, wo die Schüler Anregungen und Ideen finden. Sie können aber auch eigene Ideen mitbringen aus den Betrieben. Und ihre Lernprodukte und Lernergebnisse, die sie erzeugen, müssen sie auf ein E-Portfolio-System hochladen, wo die Lehrerinnen und Lehrer dann die Möglichkeit haben, das zu bewerten. Wir benutzen dazu Mahara. Dieses Konzept, was wir hier bei uns in der Schule fahren, verlangt von allen Beteiligten mehr Verantwortung, sowohl von den Lehrerinnen und Lehrern als auch von den Schülerinnen und Schülern. Die Verantwortung des Lernens liegt eindeutig auf der Seite der Schüler und meine Kolleginnen und Kollegen betreuen die Schülerinnen und Schüler in Form von Coachings und natürlich auch von fachlichen Inputs. Was die Schüler unabhängiger von uns macht, ist, dass sie ihre Lösungen selbst finden und dadurch auch stolz auf das sein können, was sie erzeugen. Und das, was sie gefunden haben, durch dieses Revue passieren lassen auf dem E-Portfolio-System auch immer später nochmal nachschauen können und darauf stolz sein können, was sie erreicht haben. Das ist im Regelfall in der Schule häufig nicht der Fall. Meine Kolleginnen und Kollegen macht zufrieden oder zufriedener, sagen wir so, dass sie trotz der Mehrarbeit sagen, ich bin mit meiner Profession und dem, wie ich an die Schüler rankomme, viel dichter an dem, was das Thema angeht, pädagogische Instrumente zu nutzen, pädagogisch den Schüler besser zu erreichen. Mein Fazit zu diesen neuen Lern-Lernkonzepten unter Einbindung neuer Medien ist, das lohnt sich für alle Beteiligten, es lohnt sich sowohl für die Schülerinnen und Schüler, das ist unser Klientel, das sind unsere Kunden. Es lohnt sich aber auch für die Lehrerinnen und Lehrer, weil sie mit ihrer Arbeit insgesamt viel zufriedener sind als vorher.